Mein lieber Mann, da stehen aber auch wieder Dinge in der Zeitung. Da war gestern Nacht in Mainz wieder etwas los. Gut, dass wir nicht unterwegs waren. Sagen Sie mal, Schniffle, ich glaube, Sie haben Aktie von so einer Kaffeerösterei. He? Morgens trinken Sie Kaffee, mittags trinken Sie Kaffee, abends trinken Sie Kaffee und trotzdem sind Sie den ganzen Tag belsisch. Ja, mein Kaffee ist halt so hochprozentig, gell? Ich hab nämlich da Schnaps drin. Das ist nämlich mein Patent. Unwahrscheinlich. Will Ihnen was sagen, Schnüffler? Das ist allerhand, was Sie da machen. Wissen Sie nicht, dass nach § 467 Absatz 3-9 der Landespolizeidienstaufsichtsbehörden auf Polizeirevieren keine Flaschen erlaubt sind? Es kann ja nicht stimmen, da wären Sie ja nicht mehr im Dienst. Will Ihnen was sagen? Sie sind eine ganze freche Person, Sie, ja? Das ist allerhand, dass Sie sich da hinsetzen und Schnaps trinken. So ganz allein. Schenke mal euch. Guten Tag! Bin ich bei euch hier richtig? Ich möchte nämlich eine Anzeige machen. Sie möchten auch, ja, wir haben gerade den Schnaps da, Verschlagnahmt, gell? Den müssen wir erst noch prüfen. Warten Sie mal draußen. Lieber Mann, wenn wir kleine Leute mal einer trinken wollen, gell? Da kommt aber auch gleich eine. Oh! Oi! Oi! Mein lieber Mann, Schniffle, da haben Sie aber einen Racheputzer. Ja, das Selbstgebrannte. Aus Aprikose und Quetsche aus unserem Garde. Ich glaube, da habt ihr ein Stückchen vom Zaun mitgebrannt, hä? Da geht mir eine Schlitze drauf. Besa-Brat. Ach, ein auf Telefon, ja. Hier, Polizeirevier 11. Polizeipräsident. Jawohl, Herr Präsident. Herr Präsident. Was das für Geräusche sind, Herr Präsident. Das ist unser Polizeihund, Herr Präsident. Ja. Fifi. Der Fifi. Fifi, wow, wow. Komm. Alles jetzt, blöder Hund. Nicht Sie, Herr Präsident. Der Hund ist hier. Jawohl. Jawohl, Herr Hund! Jawohl, Herr Präsident! Also, jawohl, Herr... Lieber Mann, du musst ja nicht drauf trinken. Ei. Gib mir doch mal die Flasche. Man macht hier was. Guten Tag! Kann ich jetzt eine Anzeige machen? Lieber Mann, Sie wollen eine Anzeige machen. Hab ich doch gesagt, wir müssen erst den Schnaps probieren, den wir da gedingst haben, den wir da so beschlagnahmt haben, nicht wahr? Warten Sie mal draußen. Lieber Mann, das ist ja unwahrscheinlich was. Jawohl! Polizeirevier 11, Hauptwachtmeister Butze. Butze! B wie Protokoll, U wie Untersuchungshaft, T wie Tatort, Z wie Zuchthaus und E wie Einzelzelle. Ob ich mich nur in der Polizeisprache ausdrücken könnte? Ja, wie hätte Sie es denn gern? Etwas mänzerischer, selbstverständlich. Butze, B wie Butzebebel, U wie Utschebebes, T wie Trottwakant, Z wie Zores, E wie Eckste Haubekopf, Äppelrenzi oder Elfhunzel. Alles klar. Ja. Jawohl, was ist los? In der Gymnasiumstraße liegt ein toter Hund. Sie hören so oft mit dem alten Witz. Der liegt wirklich dort, das muss ich notieren. Gymnasiumstraße, hat er gesagt. Jawohl, in der Gymi. Kennen Sie ihn nicht in der Anne Gasslehe? Wo wollen Sie ihn hintragen? In die Parallelstraße. Das ist gut. Dabei ist das notieren. Ach, ich will Ihnen was sagen. Lass es ein Laie. Schreib mir Schulstraße. Kann nichts passieren. Alles klar. Guten Tag, mein Freund. Was heißt hier mein Freund? Es heißt doch immer, die Polizei, dein Freund und Hilfe. Lieber ich möchte Mann. Nämlich eine Anzeige machen. Sie mit Ihrer Anzeige. Es gibt in Mainz ein Fundbüro. Wir haben einen Verkehrsverein. Es gibt 34 Polizeireviere. Warum kommen Sie dann gerade bei uns? Wir sind schlags kaputt. Der hat schon dreimal die Schallmauer durchbrochen halt hier.
Dort von liegt der Stab auf der Schreibmaschine. Und ich muss dauernd warten. Lieber Mann, Sie müssen warten. Ich will Ihnen was sagen. Ich warte schon 8 Jahre auf meine Beförderung. Der war 10 Jahre drauf, dass er Vater wird. Da können Sie doch 10 Minuten warten, bis Sie klarkommen. Bitte sehr, warten Sie draußen. Jawohl, mein Freund. Wir sind doch hier nicht bei der Feuerwehr. Na, sowas. Jawohl. Feuerwehr? Polizeirevier natürlich. Polizeirevier 11. Bleiben Sie ganz ruhig. Was ist los? In die Schustergasse schreit eine Hilfe. Das ist dumm. Schreiben Sie ihn auf, der kriegt ein Protokoll, wie ich ruhe. Ganz klar. Das geht nicht so weit. Ein Betrieb. Dann müsst ihr auch noch den Bericht noch machen, Chef, von der Schlägerei da im Blauen Hecht. Ah, Schlägerei im Blauen Hecht, das stimmt. Ja. Da muss ich einen Bericht machen, ja? Wo waren wir denn da stehen geblieben? Vor dem Buffet, beim Drecksack und dem Aff. Ach, das war, wo die sich da geschenkt haben. Das kann ich mich erinnern, ja? Das ist klar. Schreiben Sie also mal auf. Bericht. Zum Schlägereiler in Blauer Hecht. Der Beschuldigte hat den Drecksack noch hingenommen, wollte aber den Aff nicht auf sich sitzen lassen. Haben Sie den Aff? Ich habe hier kaum was getrunken. Nicht, ob Sie den Aff haben, ob der Aff in der Maschine sitzt. Ja, da sitzt er. Na, also, ist doch klar. Es kam zu einer Diskus, zu einem Gespräch, schreiben Sie. In dessen Verlauf der Kläger plötzlich sein Ohr vermisste. Haben Sie das Ohr? Nee, das liegt da in der Akte. Nicht, ob Sie das Ohr in der Akte haben, ob Sie das Ohr da drin, ob Sie es aufgeschrieben haben. Ja, gut, also. Gut. Als jetzt der Wirt plötzlich einen 3-Liter-Bembel zum Schlagwerkzeug herabwürdigte. Schöne Polizeisprache, nicht wahr? Würdigte? 3-Liter-Bembel? Sagen Sie mal, wie schreibt man Bembel? Ihr liebe Leute, mit so Leid sollen wir es schaffen, mit so Leid sollen wir es schaffen, der wär's nicht wie Bembel geschrieben wird. Bembel, das ist ganz einfach. Bembel, da schreiben Sie Bembel. Ach, schreiben Sie Kruch. Oh. Als er diesen Kruch zum Schlagwerkzeug herabwürdigte, ging plötzlich das Licht aus, wodurch sich eine allgemeine Dunkelheit verbreitete, was den Zeugen Huber zum Ausruf veranlasste, alleweil ist es Dach. Und dieser Vorfall hat wieder einmal klar und deutlich gezeigt, hat langsam gezeigt, dass das Polizeirevier nicht so weit von den entsprechenden Gaststätten entfernt sein sollte. Das müsst ihr mir mal schreiben. Guten Tag. Ich möchte Anzeige machen, aber nehmen Sie sich ruhig Zeit. Ich warte gern draußen. Jetzt hat er es begriffen. Jetzt hat er es begriffen. Der Mann ist... Jetzt hat er es. Ja. Alles klar. Das ist alles eine Erziehungssache. Eine Erziehungssache. Die Erziehungssache... Nein, hier ist die Dings. Polizeirevier 11. Was ist los? Ihr Frau ist verschwunden. Ja. Wird notiert. Wie sieht sie dann aus? Links fehle 3C. Das ist peinlich, ja. Rechts schielt sie, links auch. Mhm. Auf der Nase hat sie 2 große Warze. Mhm. Gut, haben wir alles aufgeschrieben. Wenn sie Pech haben, finden wir sie wieder. Alles klar. Alles klar. Wir können... Hier sind wir richtig. In dem Lokal zum grünen Bock. Was heißt hier zum grünen Bock? Herr Wirt, 2 Bier und 2 Kurze. Was heißt hier, Herr Wirt? Herr Wirt? Das ist doch kein Buffet, mein Herr, Sie sind hier im Polizeirevier. Polizist. Bringen Sie mal Blutprobe. Können Sie uns mal Blutprobe machen? Also Blutprobe, ich kann kein Blut sehen. Nein, ich kann kein Blut sehen. Gut, dann nehmen wir unser Auto und fahren ins nächste Polizeirevier. Ja, ich möchte jetzt endlich mal Anzeige machen. Da bin ich Anzeige machen. Hier ist wieder ein Betrieb heute. Was haben Sie dann zu melden? Jetzt machen wir mal erstmal den da. Bleiben Sie da. Anzeige. Wie ich über die Räubrig eben von Kastell nach Mainz gehe, gucke ich auf den Boden und wissen Sie, was da leid? Ein Tote. Ach, viel schlimmer. 2 Tote. Noch schlimmer, 3. 3 Tote? Na, 3 Eintrittskarte für die Fernsehsitzung. Da haben Sie sie. Ach, das ist natürlich. Die sind ehrlich. Sie sind das ehrlichste Rindvieh aller Zeiten. Das wollte ich also wirklich sagen. Das ist aber wunderbar. Ihr seid ja 3 Mann. Da mache ich euch einen Vorschlag. Hier habt ihr die 3 Karte. Geht nach Mainz ins Schloss zu der Fernsehsendung. Mainz bleibt Mainz. Die muss jeden Moment losgehen. Wir machen Feierabend. Bitte sehr. Mainz bleibt Mainz in die Fernsehsendung. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Thank you.
Uniforme, blank in Wichs. 11 Minister, die nichts schaffe. 1000 Menschen, ist das nichts? Guck doch nur mal die Kadetsche. Rausgeputzt in voller Schwung. Ihr kommt mir jetzt gleich ins Bettche und wir alle sind dann jung. Lasst nun die Musik erschallen, freie Fahrt der bunten Schau. Feiert Feste, wie sie fallen. Mans bleibt Mans. Dreimal Hello! Hello! Lesen, darf Ihnen den Nachwuchs der Manser Fasnacht, das Kadettenchor der Manser Prinzengarde vorstellen. Ihr liebe goldische Kinder, habt herzlichen Dank für euren schönen Tanz und ich hoffe, euch noch viele Jahrzehnte von hier oben begrüßen zu können als den Nachwuchs der Manser Fasnacht. Damit ihr dann gut dekoriert hier raufkommen könnt, die Orden des diesjährigen Kampagne und für den Rosenmontag die Wurfgeschosse, die Bombo. Sie alle, insbesondere die liebreizenden Frauen, auf das Herzlichste in der heute abendlichen Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz begrüßen. Damit ich
wir keine geübten Politiker sind, darf ich jetzt ein Papier in die Hand nehmen, um dem Protokoll getreu zu verfahren. Ich darf auf das Herzlichste begrüßen den Herrn Bundesminister des Auswärtigen und Vizekanzler Willy Brandt. Ministerpräsidenten des gastgebenden Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Peter Altmaier. Begrüße den Ministerpräsidenten meines Heimatlandes, Herrn Dr. Georg August Zinn. Begrüße den Stadtvater von Mainz, den Generaladjutanten der Mainzer Prinzengarde, Herrn Dr. Jockel Fuchs. Begrüße die Herren Präsidenten der Landtage Rheinland-Pfalz und Hessen. Begrüße die Herren Staatsminister. Sie sehen, sind nur zwei, es wird schon Maß gehalten. Begrüße die Herren Abgeordneten des Bundestags und der Landtage. Begrüße die Herren Vertreter der Bundeswehr und der städtischen und kommunalen und Länder- und Bundesbehörden. Und nicht zuletzt den Herrn des heutigen Abends, den Intendanten des Zweiten Deutschen Fernsehens, Herrn Professor Dr. Holzhammer. Und begrüße selbstverständlich zuletzt alle närrischen Kooperationen von Mainz, Umgebung bis nach Münster in Westfalen. Sie alle aber, liebe Narren, erlesen, darf ich auffordern, mit mir einzustimmen in den Ruf: Unser Goldisch-Mainzer Fasenacht, ein dreifach donnerndes Hello! 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 Liebe Herren, erlesen, und nunmehr übergebe ich das Zepter an unseren Sitzungspräsidenten, unseren lieben Freund Rolf Braun. Ich begrüße die Tatsache, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich möchte vor allen Dingen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern draußen am Bildschirm einen guten Empfang wünschen. Wir senden ja in diesem Jahr zum ersten Mal in Farbe. Liebe Zuschauer, macht euch nichts draus, ob schwarz-weiß oder in Farbe. Es ist genau dasselbe in Farbe wie in schwarz-weiß, nur ein bisschen bunter. Und wir wollen gleich in die Sitzung hineingehen, eigentlich weiterfahren. Und ich freue mich, dass ich beginnen kann mit einem wirklich guten Ass, das wir Ihnen zu bieten haben. Ich gebe die Bütt frei für unseren Protokoller. Show Ludwig! Bitte sehr. Es wird wieder herlaut und es wird wieder getrubelt. Die Karnevalider ziehen ab ihre Bosse. Es wird mit Konfettikanone geschossen auf Fleischwurst und Flasche, auf Gläser und Dippe. Es flattern die Fahnen von Masten und Lippe. Es ziehen die Narrenminister einher. Der eine nimmt sich ernst und der andere noch mehr. Es zeigen die Menschen Profil und Gesicht. Wer nie eins besessen, der hat es halt nicht und wundert sich lauthals, wenn man es ihm zeigt. Wenn man ihm von Herzen die Meinung gegeigt, die Zähne zeigt und die Fassade geputzt, sodass er am Ende aus der Wäsche guckt, verdutzt, denn Fasnacht ist Spiel, das das Leben vergaukelt.
Und wer das Spiel ernst nimmt, wird lachend verschaukelt. Drum legt euch nicht an mit Profitkämertübe, die kein Ideal und keine Haltung mehr liebe und unsere Fastnacht berechnend benutze, sich selber den Staub vom Charakter zu putze. Denn ohne Charakter geht's ohne der Kapp, geht selbst ohne Larve und Nase nicht ab, weil der nur klossieren kann, der selber klossiert. Weil der nur parieren kann, der selbst sich pariert, der weiß, wo er herkommt und niemals vergisst, was hier unser Zirkus in Wirklichkeit ist. Ein Lade voll Zimbel, voll staubische Brüder, mit Schalk in der Aare und Fels in der Glieder, es Herz auf der Zunge, Eukalyptus im Mund, so will uns die Fasnacht, so bleibt sie gesund. Und legt euch nicht an, denn es mahnden Bekehrte, an Fasnacht mit Ende und mit der Behörde, sonst wärst du verfemt und gehst amtlich verschütt, als Lochkarte null ohne Geld und Kredit. Denn sagst du, die Post hätte noch immer lang Leitung, die Stadt wär bankrott, trotz der Steuerverbreitung, die Bank könnte nur bauen mit unseren Zinsen, dann gehst du in längstens 8 Tagen in die Binse, hast spätestens morgen ein Kreuz auf der Karte. Die drehen dich wie ein Wolf durch den Amtsapparat, verpasse dir Briefe und ziehe dich ab, die lege auch noch Gebühr auf die Kapp, kannst mit Löcher im Strumpf und der Feldflasche voll Tee als Zigeunerbaron auf den Maskeball gehen. Und wollt ihr euch mit dem Finanzamt anlegen, das sollt ihr euch 15 Mal gut überlegen. Solange du nichts bist, hast du Ruhe vor dem Lade. Doch wärst du was wert, kannst du beinahe drauf warten, dass die dich, wenn du sie mal fröhlich gekränkt, ihm nur schon erfasst und ins Formblatt gezwängt, verrisse, versteuert, verkohlt und verschlare. Wer gut ist, den trifft jenes Los unserer Tage, das uns jetzt im Mehrwert den Mehrwert beschert. Drum ist auch der Wert mehr und so viel mehr wert, dass der Wert sich vermehrt und die Steuerentbehrung mit der Mehrzahl verwerteter Werte vermehrt und die Mehrheit der Werte vermehrt, das kennt jeder, weil der Mehrwert die Wertwährung hatte. Und legt euch ach niemals, da liegt mir was dran, mit eurer Firma im Bürdefest an. Es gibt so Vertreter, man kann's zwar nicht fassen, die denen dich morgen am liebsten entlasse, weil heute du fröhlich auf Narrheit vereidigt, mit Luftschlange um ihre Branche beleidigt. Und Interessenvertreter vielleicht auch lässt spüren, dass noch anderen Interesse dein Herz interessieren. Bleib stets auf dem Boden und gut mit deinem Chef, denn kimmst du mal meins mit 3 Affen im Reff nach einer durchschwurften, feuchtfröhlichen Nacht, dann hörst du so gern, wenn der Munder dir sagt, guten Morgen, Herr Ludwig, wir fahren Sie zum Penne mit dem Funkstreife Helm, dass Sie auslaufen können. Und leg dich nicht an, denn es bringt dir kein Glück, mit Politikern und der Parteipolitik, zumal wir beim besten Gewissen nicht wissen, wer schuld ist und wo wir dann hinschießen müssen. Gibst du den Vertretern des Volkes Ertruff, dann lachen die bisschen und schreiben sich's auf. Die Sätze sind Szene, es wird 3-mal erörtert. Du hast den Gedanken und der wird befördert. Und wenn man am Montag die Kapp nicht mehr sieht, bist du wieder Schulze im hintersten Glied. Doch lasst mir vor allem, Herr Brandt, hören Sie zu. Unsere rheinland-pfälzische Grenze in Ruhe, die werden erst geändert, wenn ihr mit Bedacht den Karl Marx habt endgültig zum Bischof gemacht. Legt euch auch nicht an mit der Schulpolitik. Sie zeigt gegenwärtig kein großes Geschick. Sie bringt unserer Einheit kein gute Gedanke und bringt auch die letzte Verfassung ins Wanke. In zweierlei Klasse wird's Lernen bloß schwerer mit 5erlei Bücher und 3erlei Lehrer. Die kriegen auch ihr Milchbald in 4erlei Dutte für Römer, Lutheraner, für Neger und Jutte und wundern sich, wenn mal der Anschluss verpasst ist, die Technik vom Klimmzug selbst 2-mal gefasst ist, weil wir die Zeichen der Zeit hier verpennt. Was wär's ein Fiasko, wir könnten am End
babylonisch im Sprachgewaschel versauen, trotz besserem Bett und kein Kästchen mehr mauen. Und legt euch nicht an mit den deutschen Studenten. Wenn wir es demonstrieren mal notwendig fände, ihr kriegt, seid doch ehrlich zu dem Dialog. Vor Flechma und Dreh halte Bobbes nicht hoch. Nur wünschen wir erstens, dass Revolutionen sich richten gegen eigene Kommilitone, dies Ansehen der Jugend mit Eier beschmutze. Und zweitens, dass sie ihre Freiheit benutze, gegen wirkliche Übel mal laut zu rumoren. Denn wenn man zum Beispiel der Herrn Professoren mal feste Talar kloppt, ich sag's mit Verlaub, da platzt das Gewebe, da rieselt der Staub, der rieselt und rieselt die Hoffnung im Nu auf Hochschulreforme, 3 Meter dick zu, die könnte vor Mottes ist nicht zu verhehlen, noch nicht einmal ihr Honorarem erzählen. Lech nie dich auch an mit dem Fernsehen, dem Bunde. Du hast sie gesucht und dich haben sie gefunden, dann wärst du gemessen, geeicht und gewogen, laut Drehbuch und Sendezeit richtig verbohren. Und wenn du nicht acht passt in diesem Gewühle, dann kannst du am Ende nur Sandmännchen spielen. Die babble auswärts und bringe dir bei, was Ritzombo wär und was Fasnacht sei. Verziehst du die Schnut richtig mänserisch quer, dann hole dir auch noch einen Dolmetscher her. In diesem Jahr hoffen wir endlich auf Gnade. Wird die nicht gewährt, könnt ihr heut schon drauf warten, dann sag ich zum Holzamer Professor Hallo, kannst du Probein ruhig schicken, die Kerl bleibe da. Aus allem ergibt sich, Narr, denke daran, leg nie mit dir selbst in der Fasnacht dich an, sonst hast du verkauft ihren wertvollsten Sinn. Von Freiheit der Narren wär bald nix mehr drin. Und ich hätt zum Beispiel, so sehr mir sag, krabbelt, das Gebabbel von Ebel partout nicht gebabbelt. Vergiss nicht, der ganze Klimbim, der ist Hand. Wer ihn überzüchtet, empfehlt sein Verstand, wie dem, der es nur den Effekten allein und der Eitelkeit vorzieht, ein Kasper zu sein. Entkork deine Flasche, verkleide dich bunt, verschieß dein Konfetti, bleib froh und gesund. Verschaukel die Zeit, lass den Narr triumphieren. Und willst du den Menschen verkarikatieren, die Zähne im Zeichen, wie's Usus am Feste, dann zeigst du stets lachend, so steht's uns am besten. Lesen. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine 4. Kooperation aus Groß-Mainz mit in die Sendung genommen. Und ich glaube, Sie konnten uns keinen besseren Vertreter zum Auftakt schicken als unseren Protokoller Joe Ludwig. Mein lieber Joe, ich habe bei deinem Protokoll sehr genau den Herrn Polizeipräsidenten beobachtet. Er hat geklatscht, gelacht, geschunkelt, geschmunzelt. Er freut sich, solche Leute in seinen Diensten, im Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz hier zu haben. Stimmt's, Herr Polizeipräsident? Behalle, man, alles in Ordnung. Wir behallen auch. Darf ich Sie bitten, mit deinem Stimmen? Mein lieben Joe Ludwig, ein dreifach donnerndes Hello! 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 Herzlichen Dank und es geht gleich weiter. Auf unserem Kalender lesen wir zwar das Jahr 1968, doch die Zeit scheint stehen geblieben zu sein, denn draußen steht jetzt, wenn wir uns einige Jahrhunderte zurückversetzen, sind wir genau am Drücker, eine ganze Piratengruppe. Bitte sehr, ohne Musik, die Piratengruppe, sie erscheint. Heftig gerüstet zum Kampf! Kommt! Meereswogen und Stürme toben heute schon in Stärke 10. Segel drehen, die Winde wehen, hält am Widerstehen. Ja, so leben nun verwegen wir ab, es ruft die See. Masten krachen heute doch, wir lachen heute, denn wir sind geraten auch in die See. Der Ton, der Ruf zur Tat, stürmendes Meer braucht ihr Pirat. Denn wenn Wind und Wellen keine Ruhe fällt uns leicht Beute zu. Ja, so ist unsere Welt, so in der Tat, so liebt sie der Pirat.
Kapitän! Kapitän, ein Schiff! Bitte, was ist das für ein Schiff? Ach, ein Urlaubsdampfer! Deutsche Olympiamannschaft schon nach Mexico City! Oh, ihr Deutschen, lasst an Gold nicht hapern! Beim Heimfahren werden wir euch kapern! Willst du im Leben viel verreisen, dann musst du Sportkanone sein. Denn Millionen brauchst du keine, dafür gibt es Mäzene, die stecken da was rein. Hast du erst einen großen Namen, dann ziehst du in der Welt umher. Du brauchst dich heute nicht zu schämen, die Spesen darfst du nehmen, du bist ja Amateur. Mexiko, Mexiko. Von Olympia, wenn erst das Feuerding das Geld im Kasten klingt und noch viel mehr. Mexiko, Mexiko, ja, das Geschäft Olympia macht heute sonderbar aus manchem Profistar den Amateur. Wir befinden uns nunmehr in der Straße von Calais. Rechts ist Dover. Bitte keine Beleidigung des Vorgesetzten, ja? Und erreichen bald französisches Gewässer. Und da kapern wir alles und sei die Beute noch so klein. In einem Geschenk von Karl dem Gaul, dem schauen wir nicht in das Maul. Vive la Tour de France, England hat keine Chance, so will es König Charles de Gaulle. Und ist das Englisch Pfund vollkommen auf dem Mund, dann fühlt sich König Charlie wohl und nicht genug. Kanada, das mal französisch war. Kanada, ja, das muss endlich wieder heim ins Reich. Es lebe der deutsche Außenminister Brande, vive la France, vive la République! Hello, hello, Charlie, sag nicht so, Charlie, redest du so lang, du bist doch lang genug. Schon ein Pirat, Charlie, in der Tat, Charlie weiß genau, allein gelingt dir kaum ein Beugelzug, doch wenn das Team los ist, wenn mal was los ist, sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Hier kommt es an, Charlie, schon auf einen Mann. Charlie ist der Mann in England auch zu Haus. Was macht das aus? Kapitän! Ja! Und wenn wir dann nach Frankreich kommen und wieder einmal die ganze Seine hinunterschiffen, dann singen wir gemeinsam, wie aus einem Munde. Ja, liebe Freunde, heute ich gestehe, unsere Heimat ist die weite See. Meer und Wind, nur um uns sind, Sturm ist Gebraus, halten wir aus. Freunde, da fühlt sich der Pirat zu Haus. Was kann man auf der Welt Schöneres schauen? Das Schönste auf der Welt sind die Frauen. Und kommen wir an Land, ja, dann liegt es auf der Hand. So was Liebes gab's noch nie, so wie sie. Was überall auf der Welt ich sah, ob in Südamerika, ob in Mexiko und irgendwo. Im Pirat, der im Meer niemals untergeht, alle Stürmen widersteht, wird der Kopf verdreht. Von schönen Frauen, von schönen Frauen, von schönen Frauen.
trefft doch auf all die schönen Weibsleute. Die sind mir alles so egal. Hier einmal saufen und da einmal raufen, das ist mein Lebensideal. Hast du so ein Weibsstück bei dir zu Haus? Hieß mit dem Saufen dann für immer aus. Mag auch die Flasche noch so voll sein. Trink ich sie leer, das wär fatal. Ruf dann ihr Hunde und wer zahlt die Runde? Das ist mein Ideal. Ist dein Ideal? Ja, das ist mein Lebensideal. Manches sich auf der hübsche Maid freut. Kinder, das findet ihr fatal. Ja, 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 nur immer saufen. Nur immer raufen. Das ist mein Ideal. Ist dein Ideal? Ja, das ist mein Lebensideal. Das ist dein Lebensideal. Prost. Freunde, und während unser Kapitän seinen Rausch ausschläft, spinnen wir mal so einen richtigen Seemannsgarn. Ja! Und wer könnte das besser als unser unterernährter Steuermann, die Twiggy der sieben Meere? Es war eine Oktobernacht im Weiden Ozean. Weiden Ozean. Der Runde hatte heute seine Schuldigkeit getan. Schuldigkeit getan. Auf einmal mir das Blut in meinen Adern fast gerann, den Kram von mir im Kopf. Hua, hua. Hängt der vermaule Mann. Hallo. O, bring uns nicht um. Bring uns nicht um. Da lallte die Gestalt, ich brauche noch ein Buddel rum. Noch ein Buddel rum. Das war nicht der Klabaudermann, nun konnte ich es sehen. Besoffen wie die Nacht. Hua, hua. War unser Kapitän. Hallo, aho. Hallo. Bitte, liebe Freunde, wenn es hier bei uns an Bord nur noch von Klabautermännern wimmelt, dann mache ich euch einen Vorschlag. Dann fahren wir in den nächsten Hafen, ja. Wir gehen in die nächste Kneipe, ja. Und ich zahle euch allen eure Heuer aus. Die Woche ist um und der Zahltag ist da, das finden wir Männer so schön. Mit Geld in der Hand und mit großem Tara soll es in die Kneipe nun gehen. Doch grad vor dem Gasthaus zum goldenen Stier, wer steht da direkt vor der Tür? Da steht die Mutti mit dem Besen und sagt nein. Das lässt es sein, das lässt es sein. Hier hat sich uns eine Gruppe präsentiert, die in den vergangenen Jahren ihren festen Platz in unserer Sendung erobert hat. Es sind die Finther Schoppensänger. Ja.
Lieber Finn, der Schoppensänger, herzlichen Dank. Ich darf an dieser Stelle einen Gruß loswerden nach Finden. Ich glaube, es ist genau 11 Kilometer von Wels entfernt. Da hängt jetzt alles an den Fernseher. Hat sich gefreut, dass ihr da wart. Und ich möchte noch kurz mitteilen, von wem die Texte stammen. Die stammen aus der Feder von Werner Reprops. Der Chef der Gruppe ist Engelbert Simon. Und am Klavier begleitet wurden sie von unserem aktiven Willi Keim. Ja, liebe Finn, der Schoppensänger, ich darf zunächst meine Komiteemitglieder bitten, euch den Fernsehorden zu überreichen. Es soll nicht mehr sein als eine kleine Erinnerung an den heutigen Abend. Und ich darf Sie, Holde Nachina Lesen, bitten, mit mir einzustimmen, den Finn der Schoppensänger ein dreifach kräftiges Hello! 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 Auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Ja, wir waren geraten, wir haben es gesehen. Was hier gewesen, doch wir müssen gehen. Ja, darum die Fasnacht, das ist am Ende. Das sind die Piraten, immer wieder da. Die Mensa Fasnacht hat uns schon immer die vielfältigsten Typen zu bieten. Und ich darf jetzt mit besonderer Freude um Ihre Aufmerksamkeit bitten für einen Lumpensammler. Ich bin der Regierung folgsamster Sohn. Mich braucht man nicht erst zu Stumpe. Im Rahmen der konzertionierten Aktion sammel ich die Flasche und Lumpe. Lumpe! Ja, fangen wir mal mit der Lumpe an. Es gibt Lumpe in alle Zone. Die Lumpe hier in meinem Lumpekann sind Lumpe von vielen Nationen. Aus Irland kommt das Leine hier, die Baumwolle von der Neger, die Schabels kommen aus Kaschmir, aus Frankreich Negligéger. Aus China ist die Seide da von den roten Bibelverfasser. Das Nilon liefert Amerika, das Mako Abd el Nasser. Lumpe, Alteise, Alteise ist halt ein schwerer Job. Was unlängst noch jeder verschmähte, ein bisschen Eise, ein rostiger Dopp, das sind halt Antiquitäten. Ein Armleichter verrost und krumm, verrückt nach sowas sind sie, da schlägt sich halt Frau Neireich drum, ist ein Schilche dran, Louis Quinze. Ein britischer Löwe, was war der mal schön. Sein Brüllen hat Völker erschüttert. Jetzt ist er verrost und verwittert. Seitdem der nicht mehr so glänzt und blinkt, hat der Löwe menschlich gewonnen und ist mit untrüglichem Raubtierinstinkt jetzt ganz europäisch gesonnen. Jetzt guckt euch mal das Hufeisen an. Das hat einen Gaul verloren. Und dieser französische Kriegsveteran hat furchtbar empfindliche Ohren. Wenn einer was sagt, ist er immer empört und fühlt sich zu Unrecht betroffen. Dass der zum alten Eisen gehört, das sagt doch bestimmt niemand offen. Die
Kunst des Möglichen ist Politik. Doch muss man das Mögliche wolle. Das Rad der Zeit dreht kein Gaul mehr zurück. Der Europa-Express-Zug wird rolle. Flasche, Flasche, wohin er guckt. Und all sind sie ausgelaufen, trotz Mehrwertsteuer und 0,8 Promille wird weiter gesoffen. Seid brave Bürger und hebt den Konsum, dann freut sich unser Herr Schiller. Ein gut Fläschchen Wein ist eine Investition und Investitionen, die will er. Früher hatte ich nur Flasche vor Wein hier drin. Vor Cognac und Sekt, die waren rarer. Heute trinke sie Whisky und Wodka und Gin, dort davon werden die Pilzkäpp nicht klarer. Nur scharfe Sachen, die machen sie weich. Die Playboys, die Hippies, die Reiber. Aber nicht nur die Männer saufen das Zeich. Nee, nee, ach, die scharfe Weiber. Lumpe, Alteisen, Flasche, Papier. Beim Handel mit dem Altpapier muss ich immer wieder stutzen, dass die Leid ihr teuer bezahlte Lektier anscheinend so wenig benutze. Das Bücher zum Beispiel, wer hätte es gedacht, so schnell an Interesse verliere. Ich will euch mal ein paar Titel, gebt acht, aus meiner Sammlung zitiere. Der Fachidiot der Politik, verfasst von Rudi Dutschke. Die freie Liebe im Schulgebrauch, von Sextaner Fritzchen Knutschke. Schillers Werke, letzter Band, Don Carlos, Kabale um Kohle. Die Dankbarkeit, ein Hallsteinbuch, verfasst von Charles de Gaulle. Kultur im Bild, ein Luxusband, verlegt von Axel Springer. Was tut man gegen einen Brand? Von Brandmeister Kiesinger. Ich möchte barfuß nach Kölle, Jan, von Sandy Schaf geschrieben. Die Meinzelmännchen und Onkel Lou, oder wo ist der geblieben? Fritz Teufelswerk, der Scharbesuch, oder Gäste bleibt lieber zu Hause. Ich hab noch eine Kamera in Ost-Berlin von der weltgrößtem Fotohause. Ja, im Altpapier, ja, sehe ich recht, die Hallstein-Doktrin ganz verknittert. Der Hallstein ist gut, Doktrine sind schlecht, wie alles, was Völker verbittert. Prinzipien machen niemand Mut, den falschen Stolz lasst verstaube. Was trennt, ist schlecht, was eint, ist gut, ganz gleich, woran mir glaube. Das alles ist schon Altpapier, bevor wir es richtig ermessen. Was heut uns bringt der Eilkurier, ist morgen schon vergessen. Der Zahn der Zeit nagt alles an, der Rost frisst Stahl und Zeche. Und eines Tages wird er dann auch den eisernen Vorhang zerbrechen. Was wir nur wollen, ist Friede und Glück für uns und für alle Leute, für jeden. Und wir sind nur ein ganz kleines Stück von dem großen Spaß aller Freude. Das will auch unser Fasenacht. Lasst uns den Kleinen sparren, denn länger lebt, wer länger lacht. Helau, geliebte Narren! Das war ein Lumpensammler. Er wurde uns dargestellt von dem Aktiven der Mainzer Prinzengarde, Karl Ott.
Mein lieber Karl Ott, herzlichen Dank für diesen wunderbaren, gekonnten Beitrag zu unserer Sitzung. Mainz bleibt Mainz. Ich überreiche dir gerne den Fernsehorden, den ich mit einem kleinen Gedichtchen verbinden möchte. Im vorigen Jahr noch die charmante und kinderreiche Märchentante. Heut nach bekannter Eigenart als Lumpensammler von Format. Das zum Beweis, dass wirklich man aus Lumpe noch was machen kann. Mein lieber Karl Ott, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ihre Tafel voraus. Es erscheint jetzt unser Maler Klecksel. Tja, Närrinnen und Narren lesen, noch nie war eins so ernst gewesen, denn Vater werden ist nicht schwer. Mutti stöhnt dagegen sehr und schon seit Millionen Tagen hat nur sie die Last zu tragen. Sein Hinzutun in dem Fall war stets äußerst minimal. Sinnvoll wär's, wie wir hier sehen, das Problem mal umzudrehen. Allgemein sähe man dies gern, da die Sache sehr modern. Dieses wäre in unserer Zeit endlich mal Gerechtigkeit. Hier ist nun Ost und West zu sehen, die sich da gegenüberstehen, und man erkennt gar leider nur, von Freundlichkeit ist keine Spur, doch umgekehrt. Im Eheleben, da ist es oftmals ähnlich eben. Die Meinung nicht der anderen gleicht. Windstärke 13 ist erreicht, deshalb in unserem Weltenbild doch überall das Gleiche gilt. Und es ist nun einmal so Sitte, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Das Glück im Leben, will mir scheinen, führt allzu oft sogar zum Weinen vor Freude. Und die Ursache schließlich ist Geld, Gesundheit, was ersprießlich, doch wär von Glück in anderer Art, blieb manch Politisches erspart. Dies eine schon ist ein Gewinn und großes Glück doch immerhin, wenn ein besonderer Genosse wär endlich auf den Mond geschossen. Die Sorge von manch einer Dame gilt meistens der Gewichtsabnahme. Mit Pillen und Gymnastik eben die schlanke Linie anzustreben, ist darum wichtigstes Tabu und der Erfolg zeigt sich im Nu. Und doch ist auch hier aus gutem Grund ein allzu viel nur ungesund, der Ehemann recht ungeschickt, deshalb auch leicht verzweifelt blickt, so führt gar manche Schlankheitskur zur Stange mit zwei Erbsen nur.
Ich will nunmehr in allen Kreisen das super Waschmittel beweisen. Und das ist der Hausfrau unbedingt Erfüllung endgültig nun bringt. Bei Buntwäsche ist ihm zu eigen, es kann hier riesen Waschkraft zeigen. Und Weißwäsche bei meiner Ehe wird schwarz und schwärzer geht's nicht mehr. Nur so kann's beim Pullover sein. Zwingt zwei raus, zwingt drei rein. Ein jeder Mensch sucht irgendwie von ganzem Herzen Sympathie. Und dies ist völlig ungelogen, sogar auf den Beruf bezogen. Man ist nun stets dazu bereit, durch zähen Fleiß und Emsigkeit zu klettern, immerfort nach oben, selbst wenn auch die Kollegen toben. Wer sich mit Strebsamkeit verbindet, beim Chef den Weg zum Herzen findet. Probleme so besagen, ward schwarz auf weiß hier übertragen. Lasst deshalb euch dazu bequemen, dies alles wirklich ernst zu nehmen. Zu Ende ist das Wort gewechselt, darum empfiehlt sich Maler Glexel. Mit besonderer Freude darf ich dir danken, mein lieber Maler Glexel, und ich darf hier einmal bekannt geben, um wen es sich handelt, unser aktiver Emil Nothoff. Er wird gekonnt assistiert von seiner früheren Verlobten, seine jetzige Ehefrau Elisabeth Nothoff. Habt recht herzlichen Dank, ihr zwei. Zunächst hier unseren diesjährigen Hausorden. Das ist eine interessante Darbietung. Da sehen wir hier oben nichts, als wie ich dickes Sperrholz hin und her fliege. Ja? Ich habe aber festgestellt, Weg zum Herzen, Erbsen mit zwei Schlange mit zwei Erbsen und zwei raus, drei rein. Also ich bin gespannt, wenn wir uns die Aufzeichnung mal ansehen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Herzlichen Dank euch beiden und hier noch einen kleinen Blumengruß. Auf Wiedersehen in der nächsten Kampagne. Bitte sehr. Liebe Nachhinein-Lesen, sind wir bereit, auch hier einmal einem neuen Gesicht den Weg zu öffnen. Es steht jetzt draußen vor der Tür ein Sänger, der zum ersten Mal diese große närrische Rostra betritt. Er will uns mit zwei selbstverfassten Liedchen hier erfreuen. Ich darf Sie bitten, mitzusingen, mitzuschunkeln. Wir wollen sehen, was er uns zu bieten hat. Bühne frei für Martin Kaus. Beim Rechnen nicht viel Glück, beim Würfeln war die Jule für mich schon Mathematik. Beim Add- und Subtrahieren, da war ich meistens krank, jedoch multiplizieren, das kann ich Gott sei Dank. Mein großes Einmaleins heißt Fasenacht in Mainz, da bin ich immer schlau. Mit Prosit und Helau. Mein großes Einmaleins heißt Fasernacht in Mainz. Da bin ich immer schlau. Mit Prosit und Helau. So leb ich der
der Parole, die Freude hält uns jung. Mein Spruch heißt sehr zum Wohle, der gibt dem Papa Schwung. Und rechnen die Computer der Welt auch noch so schnell, das eine doch, mein Guter, kann ich nur ganz speziell. Mein großes Einmaleins heißt Fasenacht im Mai. Lieben, Sie wissen doch alle, was Teenager auf Chinesisch heißt. Zu jung zum Zum. Als Kind hab ich einmal am Glase genascht. Ich weiß nicht, war's Bier oder Wein. Mein Vater, der hat mich dabei überrascht und stellte die Naschsucht gleich ein. Er setzte auf den Schoß mich ganz sanft und auch gemacht. Er schüttelt den Kopf und nahm meinen Schopf in seine Hände und sprach: Du bist noch viel zu jung zum Zum, du bist noch viel zu klein. Auch bist du noch zu dumm zum Zum, mein Kind, drum lass das sein. Du bist noch viel zu jung zum Zum, was hat er nun erreicht? Beim ersten Glas schon wirft's mich um, ich bin ja nicht geeicht. Ich hab mich auch schon in der Liebe versucht, als Jüngling mit lockigem Haar. Da hat wiederum meine Mutter geflucht, weil gerade erst 17 ich war. Sie war nicht meiner Meinung, das kommt im Leben vor. Sie tobt fürchterlich, du halbstarker Fisch, dann sang sie mir ins Ohr: Du bist noch viel zu jung, zum Zum, du bist noch viel zu klein. Bist du noch zu dumm, so zum, mein Kind, drum lass das sein. Du bist noch viel zu jung, so zum, was hat sie nun erreicht? Beim ersten Kuss schon wirkt mich um, ich bin ja nicht geeicht. Doch heute, ihr Leute, ist manches erlaubt. Und neulich beim Weinfest am Rhein, da lud mich, ich hab's fast selbst nicht geglaubt, zum Küssen ein Teenager ein. Das war die große Stunde, die jedem Mann schlägt. Doch rechts ganz genau, da saß meine Frau, da sang ich tief bewegt: Du bist noch viel zu jung. Ein andermal, vielleicht, aber jetzt alles, du bist noch viel zu
herzlichen Dank. Es soll hier noch erwähnt werden, dass die Musik hier von unserem Begleiter am Geflügel stammt, von dem KCK-Aktiven Josef Giese. Mein lieber Martin, ist das jetzt besser, ja? Das ist gar nicht so einfach, gell? Zum ersten Mal hast du hier gestanden, aber du hast gesehen, es ist großartig angekommen. Wir sind ja gewöhnt, an dieser Stelle immer unseren lieben Freund Ernst Neger begrüßen zu können. Er ist leider erkrankt. Ich möchte an dieser Stelle unserem lieben Ernst Neger einen Gruß schicken. Genauso wie unseren Freunden Willy Beck und Franz Wolf und auch unseren beiden Strubelisch und Babisch, von dem unser lieber Freund Babisch leider erkrankt ist. Ihr draußen, ihr seht's mir zu am Bildschirm. Euch allen einen herzlichen Gruß und ein dreifaches Hello, der nachher lesen. Unseren, die draußen mit Zuschauenden, dreifach donnerndes Hello! Hello! Euch unseren diesjährigen Hausorden und ich rufe euch zu, auf Wiedersehen hier bei uns in Mainz bleibt Mainz. Des kurfürstlichen Schlosses hier in Mainz ist ein eifriges Kommen und Gehen. Es ist sogar jetzt gelungen, einem Verkäufer der Bild-Zeitung bis hierher vorzudringen. Die Bild-Zeitung! Die Bild-Zeitung! Jedem Deutschen zum Frühstück eine Leiche! Tatsachen, Skandale und Sensationen. Arme Untermieter im Nachttopf ertrunken. Sowjetschiffe 1970 auf die Venus. Mainzer Karnevalspräsident als Fossil vom Museum beschlagnahmt. Haussegen der großen Koalitionsehe hängt total schief. Also, kein Wunder, wann es in der Ehe nicht klappt, wo jeder meint, er werde Heimhaus. Erst hat es ja geheißen, die zwei müssten heiraten, jetzt behauptet einer vom anderen, er wäre impotent. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Den mittelfristigen Finanzdäumel haben die wunderbar hingekriegt. Unser sozialsymmetrischer Konzertaktionär, der Bundeswortschatzminister Schiller und sein Profitspezi, der Mehrwert Franz Josef, die meinen ja, es ginge talaufwärts, aber die Metallarbeitergewerkschaft hat ihnen schon klar gemacht, dass diese Bergtour nur über den Brenner geht. Schiller rettet Wirtschaftswunder durch Wunderwirtschaft. Durststrecke geht zu Ende. Zugegeben, wir hatten ja eine Rezession. Aber so weit waren wir doch noch nicht gewesen, dass nur die Bohnensuppe die einzige Luftveränderung des kleinen Mannes gewesen wäre. Im Gegenteil, der deutsche Tourismus lebt. Also ich habe ja dieses Jahr in meinem Urlaub gespart. Ich war mit der Familie im tiefsten bayerischen Wald auf einem ganz einsamen Bauernhof. Es war ganz gut. Fließend Wasser vor dem Haus, getrennte Schlafzimmer vom Vieh. Und die Verpflegung war auch ganz gut gewesen. Die ersten beiden Tage gab es nur Hühnerfrikassee. Da waren denen nämlich zwei Gockel in die Häckselmaschinen geflogen. Dann ist es ganz vom Traktor überfahren worden. Da haben wir nur noch Gänseklein gegessen. In der zweiten Woche ist ein Kalb eingegangen, da gab es natürlich nur noch Kalbfleisch. Wie dann aber die Oma gestorben ist, da sind wir abgehauen. Die deutsche Kultureinheit liegt bei den einzelnen Ländern. Schweinebrei
werden auf Bundesebene geregelt. Also, wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich Lehrer. Die Leute haben doch das schlauste Leben. Vor allen Dingen schaffen die nur halbe Tage. Rechnen Sie mal genau nach. Da bleiben von einem Jahr nur 182 Tage übrig. 14 Tage Osternferien, 12 Tage an Pfingsten, 48 im Sommer und 18 im Herbst. Da bleiben noch 90. Das Jahr hat 52 Sonntage und 16 Feiertage. Da bleiben noch 22. Jeden Tag haben sie eine Stunde Pause. Das macht im Jahr 17 Tage aus. Da gehen noch 2 für Konferenzen drauf. Da bleiben noch 3 Tage übrig. Davon gehen noch 2 Wandertage ab. Bleibt sage und schreibe ein einziger Tag und das ist der 1. Mai. Da muss ja die Frau mit Schafe gehen, damit sie der ihren Urlaub nehmen können, wenn sie mal krank werden. Prost, liebe Freunde, trinkt Wein in Vino Caritas. Deutsches Volk, halte dich am Weingeist, du hast ja einen lachenden Kanzler. Ganz egal, ob der Dutschke, das rote Rumpelstilzchen von Berlin, am Heiligen Abend auf die Kanzel klettert. Oder ob dem gallischen Hahn wegen einer Zeitungsende wieder mal der Kamm schwillt. Oder ob man mit Gewalt aus dem Bundespräsidenten eine Witzfigur macht. Die christdemokratische Mona Lisa lächelt für Deutschland. Ehe ich zur Zeitung kam, habe ich Installateur gelernt. Als Geselle stieg, musste ich zu Hause den Gasherd anschließen. Beim Ausprobieren ist er aber explodiert und meine Eltern sind zum Fenster hinausgeflogen. Das war das erste Mal, dass die seit ihrer Hochzeitsreise wieder zusammen fort waren. Leute, lest die Bild-Zeitung, den geheimen Offenbarungseid deutscher Intelligenz. Gut vorgekaut ist halb verdaut. Ein Volk, ein Reich, ein Bild. Wir Deutschen sind ja jetzt das Volk der Richter und Stänker geworden. Aber keine Angst vor den Nazis, die SA kommt diesmal von ganz links außen. Und dieser Linkstrall ist modern. Viele Happening-Studenten denken ja heute so links, dass ihnen überhaupt nichts mehr Rechtes einfällt. Haben Sie schon mal was vom Teufel gehört? Ach, ich meine nicht den alten Christenschreck aus der Seelenrösterei. Nein, ich meine den neuen, den Horrorstudenten mit den Müllabfuhrklamotten und dem Adventskranz über der Vogelhecke im Gesicht. Also wenn der sein Studium durch Steine klopfen oder Zeitungsbetteln finanzieren müsste, dann würden ihm seine Manifestationen über gewisse Funktionen schon von selbst vergehen. Sancta Justitia, sie schreien nach freier Liebe und verlangen zu gleicher Zeit, dass bei den Universitäten Kindergärten gebaut werden. Ich frage Sie, wo sind hier die Fachidioten? Ich kenne einen Studenten, der hat 7 Kinder. Von dem sagte der Lehrer in der Schule schon, Fritz ist ja sehr fleißig, aber unaufmerksam. Milliarden für den Wehretat. Ein Hoch unserer Bundeswehr, der im Ernstfall Soldaten zu Hilfe eilen.
An unserer Bundeswehr spürt man heute noch die Arbeit und Leistung des jetzigen vertriebenen Ministers Kai-Uwe von Hassel. Das Oratorium Unheilbares Deutschland meint ja, wenn der für die Vertriebenen genauso viel schafft und für die Soldaten auch so viel, dann kommen die armen Leute nie mehr heim. Aber nichts gegen die Bundeswehr. Ein deutscher Schreibstubenhengst hat die dreifache Zerstörungskraft einer russischen Atombombe. Und die moderne Ausrüstung unserer Soldaten ist ja so fantastisch, dass sie im Ernstfall ihre Waffen überhaupt nicht brauchen können. Also wenn uns einer überraschend angreifen will, muss er mindestens ein halbes Jahr vorher Bescheid sagen. Und was tun wir denn mit Trägerwaffen, wo wir doch schon längst auf eigene Atombomben verzichtet haben? Haben Sie schon einmal einen Mann gesehen, der sich Büstenhalter kauft? England will zur EWG, aber die sechs anderen fürchten sich vor der englischen Krankheit. Na, da lasst doch jetzt die zahme Engländer in die EWG. Ich meine, wir Deutsche haben für die anderen schon so viel bezahlen müssen, da werden wir auch der englischen Wirtschaft noch auf die Beine helfen können. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, und irgendwann müssen wir ja mal den Zweiten Weltkrieg verlieren. Opas Kino lebt und Engels Kino stirbt. Dem deutschen Film soll jetzt auch durch Subventionen geholfen werden, nachdem selbst mit geballtestem Sex, der unter die Haut geht, kein Ofen mehr vor die Maus zu locken war. Es gibt ja Leute, die halten Sodbrennen für prickelnde Erotik. Früher wirkten die Filmschauspielerinnen ja anziehend, heute fast nur noch ausziehend. Der Weg dieser Damen ist mit Bettfedern gepflastert. Und es wundert mich, dass die Filmproduktion nicht schon längst eingeschlafen ist, wo doch die Darsteller kaum noch aus dem Bett rauskommen. Lesen Sie die Bild-Zeitung, das tägliche Futter für Schlagzeilenfresser. Jawohl, und auf die Schlagzeilen kommt es an. Was glauben Sie denn, wenn in der Zeitung stehen würde, zum Beispiel, armer Schweizer Käsefabrikant nahm sich wegen Absatzschwierigkeiten seiner Erzeugnisse das Leben? Das würde doch keinen Menschen interessieren. Da muss es heute heißen, sein Leben war Arbeit, sein Tod war Käse. Oder Vollfettleiche stinkt zum Himmel. Oder noch besser, die Löcher waren sein Untergang. Und deshalb sage ich euch, die Mainzer Allgemeine Zeitung, die ist mir ja lieb und wert. Aber die Frankfurter Allgemeine ist mir lieber und werter. Die Bild-Zeitung jedoch ist mir am liebsten, am allerwertesten. Bildleser, kann ich hier schon fast sagen. Hier hat jetzt die nächste närrische Kooperation in das Geschehen eingegriffen, und zwar die Bumbacher Bohnenbeitel, vertreten durch unseren Aktiven, durch ihren Aktiven, Heinz Schier. Mein lieber Heinz, ich darf
darf dir unseren diesjährigen Orden mit besonderem Dank überreichen und ich darf dir nur eins sagen, du und ich ganz besonders, ich bin mal gespannt, was in der Kritik vom Bild am Sonntag über dich geschrieben wird. Herzlichen Dank. Darf ich Sie bitten, mit mir einzustimmen? Unserem lieben Heinz Schier ein dreifach donnerndes Hello! 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 Auf Wiedersehen! Wir sind in der Lage, Ihnen immer wieder einmal abwechselnd Vortrag und Gesang zu bieten. Sie sehen, das Geflügel ist bereits schon hier auf die Bühne gerollt. Ich gebe diese Bühne jetzt frei für unsere singenden Kellermeister. Ich, Franz Josef von der CSU, bin sesshaft und bei dem Spiegel bester Abonnent. Ja, ja, der Strauß. Er ist mein bester Freund seit vielen Jahren, doch leider konnten wir uns selten sehen. Er darf nicht lieben mich als Bajuwaren und das kann ich als Bayer gut verstehen.
beide sind uns letztlich immer einig, weil plötzlich unser Geld ist viel zu knapp. Wir sagten schon vor Jahren ganz alleinig, das Loch in unserem Säckel macht uns schlapp. Das macht uns schwer. Der Schiller und der Strauß sind nun ein Paar heut. Wir reichen öfters uns die rechte Hand. Die rechte. Denn wer Mehrwertsteuer in das ganze Volk streut, der rettet ganz bestimmt das Vaterland. Du bereust es nie.
Da guck doch, Sepp! Du, Sepp! Ihr seid tätig ohne Pause, überall nur nicht so
Einer schleppt die Kohlen heim, weil schwer es sind zu schwer. Meistens hörten wir euch sagen, ich will dich auf Händen tragen. Daran denkt ihr miesen Brüder heut nicht mehr. Ich hab geträumt heut Nacht, er hätt mich angelacht, was lang nicht mehr geschah. Er brachte Rosen mir, sprach ich gehör zu dir und bleib vom Kind. Den nächsten Titel. Da ist noch so ein Kapitel. Warum seid, erklärt uns dies, ihr so scharf auf jung Gemüs? Nicht passen, esst ihr nur zu Haus, ihr seid ans Brot gewählt. Zieht euch auch mit Macht zu jungen Täubchen, König in der Nacht. Bleibt euer Weibchen, wenn ihr in dem Joch der Ehe noch so steht. Das Räuber auf. Seht ihr euch nach Zärtlichkeit? Bei uns habt ihr Erlegenheit. Drum nehmet euch in Acht und lasst euch sagen, naschen in der Nacht. Verdirbt den Magen, fremd in der Macht. Das habt ihr euch. Ihr lasst uns mit, denn ihr lasst uns mit im Stich. Und sei es denn den Bau, wir können uns Geld wecken. Wir sind all noch groß darin. Gelle! Trotzdem hat mein Mann mich immer wieder gern. Auch ich lieb ihn wie einst, mal hat er auch jetzt
Glatz und ab und zu noch machen wir Rabatz. Ja, da man sollte seinen Frauen nicht gestatten, dieses Lied hier zu singen. Sie sehen es selbst, sie hören es, der Saal hört nicht mehr auf. Und ich kann mein Versprechen, dass wir kurz vor 12 zu Ende kommen würden, sicher nicht einlösen. Aber das ist nun einmal die Narretei. Holde Herren Anwesen, das darf ich an dieser Stelle einmal sagen. Ihnen im Saal vielen herzlichen Dank. Sie sind ein wirklich goldiges Publikum. Mitarbeiter, sie sieht, wie der dobt und neue Freikinder ins Geschäft ist mit, der kriegt was erzählt. Heute, Herren Anwesen, unsere Hochsängerfrauen sind schon
unterwegs nach Hause, denn während Sie hier gesungen haben, mussten die Männer auf die Kinder aufpassen. Die werden jetzt umgetauscht und ich verspreche Ihnen, die Männer kommen nachher am Ende unserer Sitzung noch einmal hierher. Und jetzt... Jetzt bitte ich Sie, sich einmal versetzt zu fühlen ins Bundeshaus. Sie sehen hier eine Portierloge und der Nachtportier von dort wird jetzt in Erscheinung treten. Bundeshaus, Nachtportier. Hallo, bitte. Ja, hier ist Bundeshaus, Nachtportier, ja, bitte. Mit mir gesprochen? Nein, 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 das ist ausgeschlossen. Ja, das wird mein Propotz-Kollege gewesen sein. Ja. Mein Koalitionspartner, ja, der mit der Schwarzkapp. Jawohl, jawohl, ja, da haben Sie recht. Wir sind jetzt auch nachts besetzt, ja. Naja, seit der großen Koalition, ja. Da müssen wir Tag und Nacht gegenseitig aufeinander aufpassen, ja. Aber sagen Sie bitte mal, mit wem spreche ich denn überhaupt? Wer ist denn am Apparat? Was? Wer? Ach du, August, ach Gott. Ja, sag mal, du alter Genießer, du alter Genosse, ja. Wie geht dir es dann, du? Du siehst gut aus. Warst du in Urlaub? Wir haben uns ja schon 60 Jahre nicht mehr gesehen, du. Na ja, immerhin, ich bin ja 76. Aber du müsst mich mal sehen. Ich trotze vor Invalidität. Ja, sicher, natürlich. Geändert habe ich mich etwas. Ja. Gemäßigter wie früher. Ja. Ja, und du wirst es nicht für möglich halten, August. Ja. Ich bin sogar wieder in die Kirche eingetreten. Ja. Ja, und dann, ich habe noch ein sehr gut funktionierendes Gedächtnis. Ja. Gott sei Dank, ja. Allerdings, unser Freund Herbert Wehner meint, leider Gottes. Ja, aber kommen wir zu dir, August. Du willst also hier bei uns unterkommen. Na ja, also wir werden was finden für dich. Ich hab's ja auch geschafft. Aber eine Frage im Voraus, August. Was hast du eigentlich schon mal gelernt früher? Was? Ach du liebe Zeit. Das ist nicht viel. August, wie wär's mit dem Posten als Ministerialrat? Was? Ministerialrat ist dir zu viel. Ja, und sagen wir, Oberregierungsrat ist da auch zu viel. Ja, sag mal, August, an was hast du dann eigentlich gedacht? Was? Inspektor, um Gottes Willen, du. Da lass die Finger davon. Da musst du was schaffen, du. Nein, 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 August, oh, um Gottes Willen, das darfst du nicht sagen. Uneinigkeit zwischen der SPD und den Jungsozialisten. Oh Gott, ne, es besteht zwar Uneinigkeit, ja, über die Notstandsgesetze und über die Studentendemonstrationen, über die Große Koalition, über die Wirtschaftspolitik und über die Ostpolitik, aber ansonsten keinerlei Differenzen. Ach, so, so. Da hat dein Enkel Schwierigkeiten in der Schule. Ach, nee, also heutzutage
bei diesem Wirrwarr ist das ja kein Wunder. Ja. Aber sag mal, wo fehlt's denn genau? Was? Das einmal eins? Ja, Moment, das Katholische oder das Evangelische? August, einen Augenblick, bleiben wir mal apparat, ich komme sofort wieder zu dir, gell? Moment. Bundeshaus, Nachtportier. Nein, dafür sind wir eigentlich nicht zuständig. Ja, aber vielleicht kann ich Ihnen trotzdem ablehnen. Ja, also mal langsam. Sie haben also gestern ein Töchterchen gekriegt, ja? Und Sie sind Gardinenfabrikant. Naja, also warum sollen Sie als Gardinenfabrikant keine Tochter bekommen? Gell? Ach so, ja Moment. Sie wollen also das Mädchen Gardinia taufen. Oh Gott, das ist ja irgendwie absurd. Ja, bitte. Ja, also hören Sie mal, da könnte ja auch jeder Straßenbahnschaffner kommen und könnte sagen, meine Tochter, die muss Billetta heißen. Gell? Ja. Oder ein Polizist, ne? Protokollia. Ja. Aber Moment, warten Sie mal. Da hätte ich einen wunderschönen Namen für unseren Herrn Finanzminister, seine Tochter, Casablanca. Da kommt in Bonn nicht zur Ruhe. Das Bundeshaus, Nachtportier. Wer bitte? Ach, Hotel Königshof, ja? Was? Ja, sagen Sie mal, sind die Zimmer für unsere Regierungsgäste alle reserviert? Was? Sie wollen immer zwei Leute zusammenlegen. Ja, Moment mal. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Ja, ich notiere. Moment, Augenblick. Notiere. Ja, Zimmer 108, ja. Griechischer General, ja. Und Melina Mercuri. Ich glaube nicht, dass wir das zulassen können. Ich glaube, die zwei sind nicht verheiratet. Ja, also Zimmer 109, Axel Springer und Günther Grass. Ah. Ja, also wir werden sehen. Bitte, ich notiere weiter. Ja, Zimmer 110, der Intendant des zweiten Fernsehens und Lou van Burg. Oh. Bundeshaus, Nachtportier. Wer bitte? Ah, Bundesamt für Verfassungsschutz. Jawohl. Ja? Ja, natürlich bin ich vereidigt. Streng vereidigt sogar. Ja? Was? Schon wieder ein Spionagefall? Ach, du. Augenblick mal. August, das musst du hören. Du. Das muss ich dir sofort weiter erzählen. August, stell dir vor, da haben sie einen verhaftet, weil er dem Osten verraten hat, wie viel Liter Kaffee in unser Feldflasch geht. Aber August, gell, nichts weiter sagen, gell? Ache, August, gell? Also wir sind jetzt fertig. Ja? Achso, der Verfassungsschutz ist noch da. Hallo, Herr Amtsrat, ja, bitte. Jawohl, was? Wie meinen Sie? Besondere Aufmerksamkeit auf die Sekretärinnen. Ja, das tue ich sowieso. Ach so, ja, Sie mahnen den Sekretärinnen mehr auf die Finger gucke. Hm? Tja, aber sagen Sie mal, gucke Sie mal auf die Finger, gell, bei diesem Ausschnitt. Gell? Ja. Können Sie mal sehen, wie es einem armen Nachtportier. Einem Nachtportier, gell, im Bundestag hier geht ständig im Dienst. Man kommt gar nicht dazu, mal seine Illustrierte zu lesen. Gell? Und außerdem erhalte ich überhaupt dadurch mal meine Aufklärung. Gell? Ich weiß jedenfalls seit gestern, die vollkommene Liebe ist die zu zweit. Gell?
Und dann die allerneueste Schlagzeile. Hm? Die Liebe hat Zukunft, aber die Ehe ist morgen tot. Wenn ich sowas höre, lauter leere Versprechungen. Hm? Und was man da für Annoncen lesen kann. Hm? Bitte, hier steht's. Liebe ohne Maske. Originaldarstellungen aus der Praxis des Verfassers. Die Steigerung der Liebesharmonie ohne Scheu. »99 Liebesspiele. Warum so wenig?« Aber zum Glück können Jugendliche solche Bücher nicht in die Finger kriegen. Ne? Nein, der Versand erfolgt nämlich nur gegen Altersangaben. Apropos Alter, was man mit über 70 noch erleben kann. Ne? Ich war die letzte Nacht mal in einer Striptease-Bar. Ja, und ich habe mich mit dieser Striptease-Tänzerin auch sehr lang unterhalten. Und im Nu war Feierabend. Und wie soweit war, hat sie zu mir gesagt, so, jetzt ziehe ich mich an und gehe ins Bett. In Hamburg sind wir ja in dieser Hinsicht weiter. Da hat man ja mittlerweile mehr. Ich denke jetzt nicht an das Schiller-Hospiz. Ich denke an den Eros-Center. Übrigens vom Senat ausdrücklich gefördert und gebilligt. Und dem Vernehmen nach sollen dort die Damen sogar städtische Beamtinnen werden. Ob auf Lebenszeit, weiß ich allerdings nicht. Und übrigens auch gewerkschaftlich organisiert in der ÖTV. Und Werbeslogans haben die. Herrlich. Habe ich einen gehört? Wenn Mutti ist beim Einkaufsbummel, macht Vati seinen Eros-Rummel. Oder der andere. Sonntags bleibt die Mutti kalt, geht man zum Eros-Center halt. Aber als Ehemann hat man ja diese Probleme nicht. Da hat man viel schwierigere. Ich zum Beispiel habe mir wochenlang Gedanken gemacht, was schenke ich meiner Frau zu Weihnachten? Na also vor alle Dinge habe ich ihr eins geschenkt. Vertrauen. Ja, bitte schenken Sie das Ihrer Frau auch mal. Ne? Immer nett zu seiner Frau sein, ne? Besonders am Muttertag. Am Muttertag habe ich zu meinem Engel gesagt, Schätzchen, heute ist dein Ehrentag. Heute brauchst du kein Geschirr zu spülen. Lass es ruhig stehen bis morgen. Gibt keine Ruhe hier. Bundeshaus, Nachtportier. Guten Abend, Herr Außenminister. Willi, wie geht es? Sag mal, Willi, du hast diese Tage mit dem Rücktritt gedroht, ja? Ja, und wem? Was, Willi, was willst du von mir? Für die Wahl 1969 eine Prognose. Was ist denn das?
Ach so, du meinst, wie es ausgeht, ja? Ja, also ich schätze, gib mal acht, ja? 50% SPD, ja? Sowieso. 50% CDU, ja? 10% FDP und 10% so übrige Parteien, ja? Ja, aber Willi, was heißt, das sind schon 120%, da können wir gar keine Rücksicht drauf nehmen. Aber wisst ihr auch schon, ihr Demokraten, wem ihr zur Wahl die Stimme zollt? Ich kann es euch genau verraten. Von mir aus wählt er, was er wollt. Doch hätte ich heute schon zu wählen, ich glaub, ich wüsste, was ich macht. Auf meine Stimme könnt ihr zählen. Die Liste 11 der Fasnacht. Hinaus. Ich stelle Ihnen diesen Nachtportier vor. Es ist unser Aktiver und von Beruf ist er Regierungsoberinspektor Karl-Heinz Stech. Er zählt also noch zu denen, die schaffen müssen. Das sieht man ja, sonst hätte er keine Zeit gehabt, von den Vortrag zu machen. Lieber Karl-Heinz, schönen Dank und auf Wiedersehen. Das Ballett des MCC. Lesen, liebe Beschauer am Bildschirm, dieses Ballett, diese Mädels waren aus dem Tanzstudio von Frau Gritscheller Hof. Ihr Mädels, ich habe nicht viel hinzuzufügen, der Beifall hat gezeigt, wie gut eure tänzerische Leistung gefallen hat. Aber auch dank der famosen Begleitung der Hofkapelle Karl Jakob Schneider.
Auf euch rufe ich immer wieder zu. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sitzung. Herrin Alesen, draus steht jetzt der Bürotrottel, wollen wir den reinlassen? Moment, ich muss mich alle Jahre wiederholen. Wenn die Frage gestellt ist, wollen wir ihn reinlassen, dann heißt es, erräumet ihn nicht, ja. Auch ihr am Bildschirm, ihr werdet jetzt mitrufen. Wollen wir den Bürotrottel reinlassen? Vollkommenen Trottel. Aber nichts auf der Welt ist vollkommen. Deshalb wurde ich auch Bürotrottel bei dem Psychiater. Ich habe zwar nichts davon verstanden, aber einer, der Vögel verkauft, muss ja nicht fliegen können. Zuerst kam eine Frau in unsere Praxis. Sie hat gesagt, sie müsse mir helfen, mein Mann spinnt. Der meint, er wäre Rennpferd. So habe ich gesagt, Rennpferd, die Behandlung wird aber teuer. Ach, und gesagt, das macht nichts, wir haben Geld. Mein Mann hat ja schon 3 Rennen gewonnen. Unser nächster Patient hat gerettet wie ein Wasserfall. Wenn er den Mund galert, hat er immer noch gebabbelt. Und er hat mir auch gleich eine Intelligenzfrage gestellt. Ich verrate Ihnen. Wie sagt man denn zu einer Dame, die vergessen hat, ihre Pille zu nehmen? Mutter! Dann hat der Psychiater mich untersucht. Er hat gesagt, die Gehirnerschütterung kenne ich nie kriegen. Ich hätte ja keins. Aber sonst fehlt ihnen nicht. Doch habe ich gesagt, Herr Psychiater, seit 14 Tagen habe ich das Gefühl, als hätte ich kein Gefühl mehr. Das ist leicht ein tolles Gefühl. Sagen wir, hat er gesagt, wurde sie früher mal gegen ihren Willen geimpft? Nee, habe ich gesagt, nur gegen die Pocke. Also eigentlich wollte ich heute überhaupt nicht herkommen. Mein Bewährungshelfer war der Geige. Das kam so. Der Richter hat zu mir gesagt, sagen Sie mal, Sie haben doch diesen Dürrabbel sicher nur aus Erregung ein Rindvieh genannt. Und ich habe gesagt, ich habe meinen Pfannenweg lang genug angesehen. Das war doch ein guter Tausch. 2 Monate für ein Rindvieh. Dann hat mich der Richter gefragt, wenn Sie entlassen werden, haben Sie dann schon Pläne für die Zukunft? Ja, habe ich gesagt, 2. Einer von der Sparkasse und einer von der Volksbank. Dann wurde ich Bürotrottel bei einem Anstreicher. Gleich am ersten Tag hat mein Chef zu mir gesagt, Sie, morsche früh, streiche mir 2 Eiffelturm. Ich hab gesagt, was machen wir denn morgen Mittag? Dann wurde ich Bürotrottel bei einem freischaffenden Künstler, einem Zahnarzt.
Einmal dürfte ich ihm beim Bohren helfen. Hinnach konnte der Patient durch die Backe Luft holen. Und mein Chef, der hat eine enorm ruhige Hand. Wenn der ein Eckzahn ziehen wollt, hat er meistens die Mondel entfernt. Und er hat auch immer von seiner Frau geschwärmt, von seinem Sonnenschein. Aber das war höchstens eine bengalische Beleuchtung. Die hat ausgesehen wie ein gewonnener Trostpreis. Beim TÜV hätte er die niemals abgenommen gekriegt. Aber eine Tochter hatte die. Wissen Sie, eines dieser kleinen, raffinierten Dingelchen, die da im Umlauf sind. Und dabei war die noch in die Pubertät. Wissen Sie, das ist die Zeit, wo man nicht weiß, ob man sie verhauen oder küssen soll. Deshalb habe ich auch noch 8 Tage gewartet. Dann habe ich sie geheiratet. Sie war eine typische Sexistenzialistin. Eine Schwedin. Ich glaube, ich werde in Zukunft nur noch Schwedin heiraten. Aber einmal wurde sie sehr böse. Ich kam nämlich erst meistens um 7 Uhr nach Haus. Ach, hat die mir einen Krach gemacht. Ich habe gesagt, was willst du denn? Du leist um 7 Uhr noch faul im Bett und ich bin schon auf. Da begann ich zu trinken. Einmal hatte ich 20 Bier da und er wird gesagt, ich gebe Ihnen keins mehr, Sie sind ja taschvoll. Ach, hab ich gesagt, ich kann mir ruhig noch eins geben. Ich brauche nicht heimzulaufen, ich habe immer Auto dabei. Aber wenn ich voll bin, kann ich auch am besten fahren. Da gebe ich mit der Hand Gas und lenke mit den Fies. Und dabei habe ich mal einen anderen vollgesoffenen umgefahren. Bin ich ausgesichtig und habe gesagt, sagen Sie mal, es ist schlimm. Ach, und er gesagt, es ist schlimm. Ich hätte sowieso nicht mehr lange stehen können. Und dann wurde ich wieder Beamte. Immer wenn mir nichts mehr einfällt, dann werde ich Beamte. Ich bekam 300 Mark für das bisschen, was ich gewusst habe. Aber wenn ich für das, was ich nicht weiß, bezahlt werde, hätte ich Hypothek aufnehmen müssen. Und was war es bei der Behörde so schön? Wir hatten am Tag so viel Kaffeepause, dass man nachts nicht mehr schlafen konnte. Zu meinem Chef habe ich gesagt, Sie sind doch ein typischer Beamter, aber Sie können mit dem Fernglas nicht so hoch gucken, wie ich Ihnen geistig überlegen bin. Damit war ich entlassen. Erst wollte ich ja gegen meine Entlassung selbst protestieren. Aber dann habe ich meinen Student genommen. Das war's für heute aus der Bit. Mehr wusste Büro Trottel nicht. Ich weiß genau, ich bin euch alle ganz schön auf die Makronen gefallen. Doch ich mach's für euch und auch für Mainz. Hello, ihr Fans! Mein lieber Herbert, es war für dich nicht leicht, man hat's am Sprechen gehört, trotz deiner Gott sei Dank, gut überstanden, Grippe, aber nicht ganz ausgeheilt. Hast du es verstanden, die Narrenschar noch einmal mit deinem urkohlischen Vortrag zu begeistern? Mein lieber Herbert, ich sagte ernst, Sie sind jetzt alle deine Fans. Da vorstellen, unser Komiteemitglied Herbert Jakob. Dem lieben Herbert ein kalter, kräftiges Hello! 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 Gehen der Bett gleich, Wiedersehen!
Sie bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die zwei Bengelsänger. Hello, ihr Narrhalesen, jetzt sind wir wieder da und wollen euch berichten, was in der Welt geschah. Die DDR hat noch Mangel, es fehlt, wo man geht und steht, besonders an Unterwäsche. Fehlt Quanti und Qualität. Auch bei den olympischen Damen, da wurde mit Schlüpfen gegeizt. Und drum haben die in Grenoble die Rodelschlitte geheizt. Auch bei den olympischen Damen, da wurde mit Schlüpfen in England ist alles anders, Gewichte und Maße und Geld. Doch wenigstens werden die Uhren jetzt europäisch gestellt. Vielleicht, dass der EWG-Zug jetzt doch noch pünktlich geht. Und dass der Gaul aus Frankreich nicht mehr auf der Bremse steht. Vielleicht, dass der ewige Tod jetzt doch noch wirklich geht. Und dass der Gaul aus Frankreich nicht mehr auf der Bremse steht. Der Gaul lud zwei deutsche Minister zum Essen in sein Haus. Doch dann hat ihn jemand geärgert, da lud er sie wieder aus. Die hungrigen deutschen Minister, die sind jetzt wieder im Land. Und Kriegstadt, Gaul und Pommes frites, die Zeitungsende vom Brand. Die hungrigen deutschen Minister, es trifft halt immer die Falschen auf dieser schnöden Welt. Und oft müssen die drunter leiden, die gar nichts aufgestellt. Auch Eishockey-Amis in Garmisch verdroschen den Deutschen die Haut. Und dort dabei hatte die gar nichts das Schiff in Korea geklaut. Auf Eishockey-Amis in Garmisch verdroschen den Deutschen die Haut. Und dort dabei hatte die gar nichts das Schiff in Korea geklaut. Ersatzteilmediziner, die machen das jetzt sehr fein. Geht ein Organ in die Brüche, dann setzen sie ein anderes rein. Die deutschen Lastwagenfahrer, die machen jetzt Tara. Für ihren Leberschaden ist keine Leber da. Die deutschen Lastwagenfahrer, die machen sind deutsche Trauben zu sauer, dann führt man Südwein ein.
So gibt's mit Albanien verschnitten Europameisterschaftswein. Die Originalabfüllung, die haben wir ferngesehen. Der Korken kam aus Tirana, die Flaschen vom Helmut Schön. Die Originalabfüllung, in Köln gibt es viel Originale, zum Beispiel an Fasenacht. Wenn Prinz und Jungfrau und Bauer als drei Gestirn belacht. Doch Tönnes und Scheel-Geschichten sind jetzt in Köln passé. Die habe ja nur noch der Tönnes, den Scheel und die FDP. Doch Tönnes und Scheel-Geschichten sind jetzt. In Sinai hat der Nase vor Mosche die Hose verloren. Es ist er zurückgetreten, dann trat man ihn wieder nach vorn. Verliert er noch ein paar Kriege, dann wird er zur Gottheit erklärt. Und schließlich geht Abu Simbel als größter Simpel verehrt. Verliert ihr noch ein paar Kriege, dann wird er zur Gottheit erklärt. Und schließlich geht Abu Simbel als größter Simpel verehrt. Hey, auf! Meine Herren, erlesen, das war ein gesungener Vortrag und das verdanken wir unseren aktiven Wilfried Rudolf. Und unserem Komiteemitglied Lutz Frank. Ihnen beiden unseren Dank und auf Wiederschauen. Gebe ich das Podium frei für eine Putzfrau. Grüß ich euch und helau, ich bin die Putzfrau vom MCV. Was Lumbe, ich muss meinen Stiel immer ein bisschen abstauben, dass niemand sagen kann, ich hätte Dreck am Stecke. Ja, wissen Sie, ich bin ja organisiert. Ich bin jetzt Fachgruppe Optik. Ich putze die Brille. Sie haben vielleicht geglaubt, ich komme vom zweiten Fernseher. Nein, nein. Ich habe ja einen Plastikarme. Wenn ich vom zweiten käme, hätte ich einen Holzarme. Ich gucke heute Abend wieder in den Eimer, aber Millionen in die Röhre. Ja, wissen Sie, also, die Sache ist ja die, als Putzfrau ist hinten nichts, ist vorne nichts. Wo man ist, da ist nichts und überall kann man nicht sein.
aber bei dem Kohlehändler putze ich nicht mehr. Ach nö, der hat gesagt, ich hätte so viel Briketts abgestaubt. Da kann man nicht an der Ware fahren. Ich fahre jedoch mit dem Rad. Ich mache mir aber immer ein bisschen Benzin an die Unterwäsche. Da meine die Kavalieren, ich wäre motorisiert. Ja, also irgendwo habe ich gelesen, 6 Tage sollst du arbeiten, doch am 7. sollst du ruhen. Wo steht geschrieben, dass am 8. Tag weitergeschafft werden soll? Bei dem Metzger könnte ich ja noch sein, ne? Aber die Meisterin, wir haben uns nicht gut verstanden. Wie die mir die Hand gegeben hat, habe ich geglaubt, sie hätte mir so 4 Würstchen geschenkt. Und wissen Sie, ich hatte nämlich Fleischbrühe im Eimer. Und wie mir der Rollschinken reingefallen war, war es sauer. Das war an dem Tag, da hat der Chef gerufen zum Stift: Karlsche, kehr das Schlachthaus zusammen, wir machen Leberwurst. Da hat ich dem Chef gerade geholfen in der Großwurstküche. Da haben wir das Wasser aus der Fleischwurst gelassen, weil Frost gemeldet war. Ja, da war der mir ein bisschen mit dem Bratwurstfinger auf die Nieren gegangen. Und dabei bin ich ausgerutscht und habe in den Fetteimer gedreht. Aber er hat mich sofort gefangen. Ein Kavalier alter Schule. Und wie wir bei Mund-zu-Mund-Beatmung waren, da ist die Tür aufgegangen und hat die Meisterin da gestanden. Da habe ich erlebt, wie das ist, wenn jemand einen Schlaganfall kriegt. Unser Meister ist in liegender Stellung ins Krankenhaus gefahren worden. Dann hat sie mit mir abgerechnet. Mir hat hier ein ganzer Putzel Haar gefehlt. Mein echt Schmilzperlikett war kaputt. Und dann hat sie mir den Zahn noch eingedreht. Da gehe ich nicht mehr hin. Ach, hat sie doch die Bäckerei gehabt noch nebenbei. Ne? Ja, aber der Bäcker, wissen Sie, die Bäcker, die haben jetzt in ihrer Backstube Neonbeleuchtung, dass die Brötchen heller werden. Ja. Und also bei dem Teich, an den Teich kommt Hefe. Dann muss er stehen, dass er geht, sonst bleibt er sitzen. Habe ich zu der Meisterin gesagt, gell, bei ihrer Tochter, da haben sie auch die Hefe vergessen. Liebe Geschlechtsgenossinnen, es ist doch heute die Männernot, ne? Und lernt man ganz mal einen Schatz kennen, dann ist es doch meistens ein Student, ne? Die studieren und studieren und studieren. Und wo ganz anders machen sie nachher das Examen. Also sollen die Zinsen bezahlen für den Vorschuss auf die Seligkeit, dann sagen sie, in der Zeit hat es die Semesterferien. Aber im Moment habe ich echt fest Verhältnis. Ein Frührentner, aber der ist noch gut beieinander. Wir haben uns jetzt ein Fahrrad gekauft, so ein zweischläfriges, ein Tandem. Und da sind wir den Feldberg hochgefahren, immer 1, 2, 1, 2. Da hat er mir sein Sakko gegeben. In der nächsten Kurve, 1, 2, 1, 2, hat er mir seinen Schlips gegeben. Und wie wir oben waren, hat er gesagt, wenn wir wieder so einen Berg hochfahren und dann wird geschoben. Ja, habe ich gesagt, ich sitze immer hinten drauf und drehe die Bremse, dass man nicht mehr zurückrolle. Und dann sind wir den Berg auf der anderen Seite runter. Ich im dritten Gang und immer diesen. Oh. Die Telegrafenmasten wie ein Lattenzaun.
Ich sehe die Bahnschrank zugehen, ruf gut Holz. Es riecht nach Carbol, wie ich wach werde. Sagt die Schwester, bleiben Sie ruhig liegen. Aber bei Ihrem Bräutigam kriege ich immer die Lenkstange nicht aus der Brust. Ach, hab ich gesagt, Schwester, da fahren wir freihändig. Ich war doch beim Film. Ja, ich hab's Kino geputzt. Und da war mal hoher Besuch. Da hat die Kollegin gesagt, zieh dein Kittel jetzt aus. Was, hab ich gesagt? Eine Dame ist nur dann eine Dame, wenn sie anzieht, wenn sie nichts auszieht. Bitte betrachten Sie doch die neue Mode. Betrachten Sie ein Abendkleid, so Modell Stacheldraht, ne? Die markanten Punkte sind geschützt, aber das Gelände kann eingesehen werden. Elf vitale Herren auf der Stellage, das bringt die Jungfrau schon in Rage. Ich bin so verrückt und so männernarrisch. Im letzten Jahr im Vertrauen, da hatte ich vier feste Burschen und nebenher der Tambourmajor von der Feuerwehr. Ach, den Kuss mit dem Schnörres, den kann ich nicht missen. Ich tu heid als doch heimlich die Wurzelbärsküsse. Drum Närrinnen und Narralesen, ich nehm mein Eimer Lumpe Besen und gehe dusbar jetzt nach Haus. Ich danke euch für den Applaus. Auf Wiedersehen, Ache, Helau. Grüßt euer Putzfrau vom MCV. Hallo Herren, Anwesen, ich darf diese Putzfrau dekoffieren. Es ist unser Theo Stubbert. Sehen, Mainz ist eine saubere Stadt, hier wimmelt es von Putzfrauen, aber die wollen allen Vortrag machen und Kämil putze, und er aber jetzt putzt die Blatt. Schönen Dank, Theo. Hallo Herren, erlesen zum folgenden Programmpunkt darf ich unseren Zuschauern draußen an den Bildschirmen einige erklärende Worte noch abgeben. Wenn Sie schon hier zuschauen, dann sollen Sie auch die Gepflogenheit und den Sinn der Mainzer Fasnacht in etwa kennenlernen. Unsere Besucher, die heute Abend hierher kamen, haben ein Liederheft in die Hand bekommen. In diesen Liederheften sind Lieder gedruckt auf alte, bekannte Melodien. Aber der betreffende Liederdichter hat sich jedes Mal einen neuen Text einfallen lassen. Und solch ein Lied wollen wir jetzt singen. Und ich darf die Hofkapelle unter Leitung von der Hofkapellmeister Jakob Schneider bitten, dieses Lied kurz zu intonieren. Das Lied steigt. Die Zwiebel in der Arbeit steckt der Lohn. In dem Ranzen steckt die Bibel, im Examen steckt der Sohn. Blumen steckt man in die Vase, in der Tüte steckt der Weg. Mancher steckt auch seine Nase gern in andere Leute Dreck. Holla hi, holla ho, holla hiya, 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 holla ho. Holla hi, holla ho, holla hiya, 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 holla ho. In der Stecker steckt der Stecker, Holla hi, holla ho, holla hi, ja, hi, ja, holla ho, holla hi.
trägt oft ne Feder dran, gesteckt man gern ins Bett. In der Klemme steckt der Feder, denn er hat sein Kopf verbrennt. In der Hülle steckt die Quelle und der Fuß steckt meist im Schuh. Mancher steckt sein letzter Wille in den Spiegel, was machst du? Auf Wiedersehen, aber lasst ihn doch erst einmal seinen Vortrag machen. Geld macht nicht glücklich. Wer kennt nicht das Motto?
Jedoch ist beruhigt so, drum lebe das Lotto. Wer sucht, der findet, mir habe gefunden. Die richtige Zahle, jetzt haben wir gewonnen. Vorbei ist die Zeit, wo man auf uns nur schaute. Jetzt zähle mir selbst zu der Haute voll Laute. Jetzt habe ich eine Putzfra und habe eine Villa. Bei uns leide Fußmatt, die ist aus Chinchilla. Die Möbel echt schippestil. Louis Katotze aus altindisch Sperrholz mit westdeutsche Knotze. Wir haben Diener mit goldene Knepp. Der Kerl ist aus England und außerdem Depp. Wenn ich nach dem Klingel, da kommt der Philister rein die Stupp und da seht er als Mister. Dem hab ich gesagt, das könnt ihr ruhig wissen. Das geht sie in Dreck an, wenn wir mal missen. Mein Haus erstrahlt abends wie tausend Gestirne. An der Deck hängt ein Lüstling mit fetziger Birne. Wir haben Tapete, teils dunkel, teils hell. Es hängt alles voll Bilder in Aquamarell. Aus Holland, da hängt ihm ein goldener Rahmen. Ein echter Van Houten, wer kennt nicht den Namen? Wir sind vor die Kunst, es steht auf meinem Nachttisch. Die Müllnuss von Veno für 14,80 €. Ein Bild von Picasso, das zeigt etwas Nacktes. Man kann's nicht erkennen, sieht aus wie Gehacktes. Mir habe ein Teppich, ein echter Angina. Import war aus Kairo, die Hauptstadt von China. Doch nur in der Schlafstub, da klafft eine Lücke. Meine Frau macht mich narrisch, sie will eine Brücke. Eine Brücke durch die Schlafstub, ich stell euch das vor, wo heute der Verkehr ist, die Frau ist nicht klar. Wir haben eine Köchin, wir sind ja nicht arm. Die macht uns als abends die Südwestsche warm. Die Köchin ist klasse, die kocht auch chinesisch. Und wenn sie in Fahrt ist, da kocht sie französisch. Ihr Spezialität, ei, da kenn ich jed Gramm, ist Handkäse mit Musik, Fromage de Tam-Tam. Die rechnet mit dem Penning, wir sind ja keine Prasse. Die kocht Eier im Kaffee, da spart sie das Wasser. Nur unlängst beim Backen war sie nicht im Bild. Da hat sie die Kreppel mit Schmierseif gefüllt. Dann haben wir Besuch gekriegt und wie sich's gebiert, hat denen mein Babett die Kreppel serviert. Und wie dann der Kaffee getrunken war kaum, sitzt alles da rum und hat's Maul voller Schaum. Die Oma rief, Mahlzeit ist alles vergebens. Jetzt esse ich das strahlendste Weiß meines Lebens. Mir gebe als Partys, uns ist nichts zu teuer. Gerade jetzt an Silvester, da hatte mir Feier. Wir hatten 12 Gäste uns zum Essen gebeten. Zuerst gab's eine Waschzupp, dann Kapfen mit Grete. Links saß die Frau Strunzer, die konnte ich nicht leiden. Und wie ich jetzt anfange, den Kapfen zu schneiden, da hiebt mir das Mistvieh ein Runner vom Teller. Ich war ja schon schnell, doch der Kapfen war schneller. Und die hat so einen Ausschnitt, da konnt man was sehen. In dem hat jetzt plötzlich der Fisch drei gelegen. Und der Tischnachbar Schulze, genau geh ich nieber. Macht so lange Haare, guckt dauernde Rippe. Das war mir so peinlich, der hat schon getrunken.
Und dann hat er doch glatt unserem Diener gewunken. Und dann fräst er den Kellner ganz standesgemäß. Seit wann gibt's dann sowas? Ein Kapfen mit Klöß? Schlag 12, rief der Mann am Klavier. Es Jahr 68 steht draus vor der Tür. Es heule Sirene, es leide die Glocke. Die Leitwerfer Handkäs, was bin ich erschrocken? Wie plötzlich ein Spauze, das sag ich hier offen. Mein Babett da hinten am Bessel getroffen. Im Naseloch Funke, da oben ein Klaps. So hebt sie ins Schwimmbad Kopf vor mit einem Satz und rief aus dem Wasser: Prost, neuer mein Gatte. Hier schwimmt deine Liebste als stolze Fregatte und ein Leutnant zur See von der Bundesschutzwehr. War sternvoll gesoffen und hiebt hinterher. Wir fahren gegen England, so hat er gerufen. Und wie er dann auftaucht, erklimmt er die Stufe und hat mir gemeldet, die Arme verrenkt. Das Jahr fängt gut an, ihr Alt ist versenkt. Ich hab unsere Gäste Prostnaja verkündet. Und dann hat uns ein Butler einen Knallfrosch gezündet. Der fängt an zu zischen, flieht unter die Leit. Genau meine Tischdame da hinne ins Kleid. Und die wusste nicht, was los war und schreit mich laut an. Du lass das Gekrabbel, sonst sag ich's mein Mann. Und ich wollt grad noch sagen, ich bitt um Verzeihe. Da tat es ein Knall und da stand sie im Freien. Und sie rennt in der Garde im Negligé und hiebt in ihrem Hemdchen durch Wind und durch Schnee. Ich schlupp in mein Pelzjack, ruf, warte sie bitte und flieh vor der Haustier mit dem Bauch auf den Schlitter. Mit dem saus ich los und ich rufe Hurra. Wo bist du, mein Liebling, im Tausendsasa? Und er rief vom Balkon aus, so ein alter Genießer, der Dr. Chivago macht Jagd auf Frau Schieße. Ein eigenes Auto, das hatte mir gleich. Mit Radio und Luftbomb und alles dabei. Mein Frau, die hat montags hier ein Fahrscheu gemacht und dienstags am Marktplatz, da hat's schon gekracht. Ich hab noch gerufen, der Gang komme losse. Da bin ich Kopf hoch in der Kaufhof geschossen. Ich saus in den Lade und fall aus der Chaise. Die Rolltreppe abwärts zu Butter und Käse. Genau mit der Neu in den ganzen Gestank. Eine Schüssel mit Schmierkäse flieht mir in die Ank. Der Limburger saß da im Turm wie zu Babel. Ich brummete wieder und auf mich der Stapel. Mein Schuh waren verloren, da hab ich gefühlt. Wie da so ein Weibsbild im Käse rumwühlt. Und da schnappt die mein Fuß und da seh doch die Wachtel. Fräulein, von dem bitte zweimal Achtel. Ein Teil von dem Geld, ich sag's im Vertrauen, das wollte mein Babett und ich noch verbauen. Die Pläne waren genehmigt auf Akte mit Stempel, mit Kennkarte, Impfschei und lauter so im Krempel waren wir auf der Bank beim Herr Schiro gewesen. Sein Name war oben am Schalter zu lesen. Ich sage, Herr Schiro, ich will hier nicht strunzen. Wir bauen noch ein Häuschen, wir brauchen Penunze. Der guckt in seine Akte, dann hat er erklärt, ein Mittelstandsdarlehen, das hat gar keinen Wert. Für Leid über 60 gäbe Sonderzulage. Mir wäre noch zu rüstig, das käme nicht in Frage. Es gäbe nur ein Weg, günstig Geld zu erzielen. Das wäre die Aktion, unsere junge Familie.
Doch wäre die Bestimmung im Stadtbezirk Mainz. Man bräuchte zwei Kinder, mir hätte nur eins. Da stummt mich mein Babbett und seht und ergrinse. Heut Abend wird's lustig, mir senke die Zinse. Auf Urlaub fernab von dem Rheine. Einmal in Paris, in der Stadt an der Seine. Doch dort schon am Bahnhof, da kam ich in Rage. Schnappt einer meinen Koffer und rief noch Bagage. Ei, Männer, mein Babette, es ist eure Schand. Erst stund das in Frankreich, schon sind wir bekannt. Dann seht doch der Kumbier noch Vive la France. Ne, sag ich da danke, Mayas ist Mayas. Hier ist meine Heimat, die schönste der Welt. Die kann man nicht tauschen vor noch so viel Geld. Hier bin ich daheim und ich bleib, wer ich bin. Das ist und bleibt immer mein größter Gewinn. Das war Rolf Braun. Er hat vom Lotto gesprochen und wer träumt nicht davon? Auch mir geht es so. Und lieber Rolf, ich entlasse dich mit einem ganz kleinen Verschen. Kommt mir das Lotto in den Sinn, krieg ich fast einen Komplex. Noch niemals hat ich einen Gewinn, ich hab kein Glück in Sex. Lieber Rolf, vielen Dank und auf Wiedersehen. Es hat geklappt. Sie sind da, die Mainzer Hofsänger. Narrenschar, nach der Gardinenpredigt unserer Ehefrauen wollen wir Männer nunmehr beweisen, dass wir besser sind als unser Ruf. Ich darf die Herren der Schöpfung bitten, ihrer Dame des Herzens laut ins Öhrchen zu singen: O du mein Gnaddeldaddel, goldig Zuckerschnutsche. Letzten Sommer war es heiß, was hatte mir denn das? Weil von der Stirne rann der Schweiß, wollt keiner Fleisch und Watt. Viel Halbe haben wir geschleppt, gespritzte und noch gut. Und wenn die Mund die Füße kommt, das sagte Thank you.
und draußen Stürm und Streit. Wird uns der Alkohol gehalt, des Weins zu jeder Zeit. Wie er sich vor Erkältung schützt, weiß Party ganz genau. Und sagt, wenn er am Stammtisch sitzt, zu seiner lieben Frau: hier in Mainz, wo alles lacht und ringt, ist auch der gute Geist des Weins, der uns in Stimmung bringt. Er strahlt wie heute wunderbar der Narrheit buntes Licht. Dann singt die Narrhe Lesenschar, das fast die Decke bricht. Dieser Gelegenheit den Texter unserer Mainzer Hofsänger vorstellen. Es ist unser Komiteemitglied Karl Müller. Aber auch den Mann, der für das musikalische Arrangement die Bekleidung verantwortlich zeichnet und der außerdem dieses soeben gehörte Lied, die Knatteldattel, komponiert hat, Kapellmeister Kilian Kuchenmeister. Meine lieben Hofsänger, euch unseren Dank und jetzt gebe ich euch die Zugabe frei. Wir hätten gern heute Nacht ein neues Lied aufgebracht, doch was wir euch auch bescheren, ihr wollt ja Sassa nur hören. Nun sei der Wunsch uns Befehl, wir singen aus voller Kehle. Ja, Sassa, Sassa, dein Lied, es lockt dich und dich ja nicht und dich und faule da. Sassa, Sassa, dein Fall, dein Fall, der hat dir und dir ja nicht und dir 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 und dir
Chor unserer Mainzer Hofsinger das Schlusslied singen. Lassen Sie mich noch einige Worte sagen. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir uns verabschieden von unseren Zuschauern draußen an den Bildschirmen, von unseren Zuschauern im gesamten deutschen Vaterland, in der Schweiz und in Österreich und Ihnen allen ein dreifach kräftiges Hello! Und damit verabschieden wir uns von allen unseren Zuschauern. Schönen Dank
dass Sie bei uns geblieben sind. Wir schalten zurück in die Funkhäuser.